herzlich willkommen beim To Wolfes Blog. Heute habe ich drei Gäste bei mir. Thema heute für euch: Warum bin ich ein radikaler Vollidiot? Zugeschaltet heute ist Siggi mit Doppel-S. Siggi ist schon als Säugling zu heiß gebadet worden, viel zu heiß, und hatte einen Baseballschläger zum Kuscheln. Seitdem hat er einen Traum. Er möchte seinen Schulabschluss auf der Baumschule nachholen. Ja! Ebenfalls mit dabei ist Anton. 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 Wurde schon als Kind wegen seiner Klamotten gemobbt. Dadurch entwickelte er sein Lebensmotto: Ich bin gegen und er sammelt benutzte Pflastersteine. Außerdem haben wir noch mit dabei live Murat. Murat hieß früher Petra, dann Peter Müller. Seine bekloppten Eltern waren erst Zeugen Jehovas und dann als Randgruppe bei den Scientologen. Als Kind wollte Murat immer eine Boteneule haben und hat sich merkwürdige Zeichen auf die Stirn geritzt. War jetzt nur ein Werbespot und dann geht's gleich weiter. Dieses RL ödet dich einfach nur an. Bock auf voll eingeschlafene Beine und stehst auf durchgeknallte, verrückte, extrovertierte, unterkuschelte, aufgedrehte, abgedrehte, wahnsinnig irre Menschen wie du und ich. Dann komm zu Twitter. Twitter. Ja, genau. Bei diesem Twitter bin ich jetzt auch wieder zurück zum Thema. Siggi mit Doppel-S. Nun mal Butter bei die Fische. Erzähl mir mal einmal ganz kurz, warum bist du ein radikaler Vollidiot? Ich will unbedingt Zigeunerschnitzel lagern dürfen, ohne dafür drum angemacht zu werden. Dafür werde ich bis zum letzten Atemzug widerlich kämpfen. Notfalls gebe ich auch Autos von der Polizei rum. Danke, Siggi mit Doppel-S. Nun meine Frage an Murat. So Dschihad und IS-Terror und Christenköpfen. Erzähl mal, man wird ja wohl noch seinen Glauben verbreiten dürfen, ihr Faschisten, Christen, Ärsche, ihr. Das steht alles hier drin, im Koran drin. Alles. Ihr gottlosen Hurensöhne, ihr Gläubige. Ihr Söhne einer Ziege. Ich glaube, ich brauche meine Pillen. Oh. Okay, Murat, bleib locker und keep cool. Nun zu Antiff. Nee, Anton, du Oller, Steinewerfer und Polizistenbeschimpfer. Warum Autos anzünden? Also Bullen sind voll Faschisten und Nazis. Nazis sind voll Nazis. Auch wenn gerade keine da sind. Wir finden die. Und Leute mit Geld sind auch Nazis. Und auch voll Scheiße. Da brennt eben mal ein bisschen der Benz. Du bist auch ein Faschist, Mann. Ah, okay. Verstehe ich zwar nicht, aber egal. Ein Sport. Du hast keine Freunde im Leben. Du bist ein Loser. Durch und durch. Du willst da raus? Dann nimm Feelgood, die neue Besserfühl-Gesichtsmaske. Feelgood. Von verdammt clever. Ja, da sind wir wieder. Meine Gäste. Nächstes Mal wieder eine Party. Wahrscheinlich, haben die da irgendwie ihren Spaß? Bevor ihr nun alle unruhig werdet, hier nur noch mal ganz kurz Fragen, die ihr mir via Twitter freundlicherweise zugeschickt habt. Frag du Wolfes. Hat mir unter anderem Ed Sternfeuer eine Frage geschickt. Warum liebst du Film? Liebe Sternfeuer, Film ist für mich mein ganz persönliches Mittel, mich kreativ auszudrücken und andere Menschen zu berühren und nachdenklich zu machen. Film kann mich emotional berühren und deswegen liebe ich Film. Was treibt dich immer an? Manchmal sind es die Missstände hier auf dieser Welt, manchmal aber auch die lieben Menschen, so zum Beispiel auch bei Twitter. Es ist ein innerer Drang, mich stetig in Szene zu setzen, mich einfach auszulassen. Wenn dein Leben ein Film wäre, welchen Titel hätte er? Der Titel meines Filmlebens würde heißen: Gib dem Kind kein Fisch, statt kriegt Schuppen. Ed Muthirn hat mich gefragt. Sehen wir dich in Berlin? Ich möchte zu gern zum Twitter-Treffen nach Berlin kommen im Dezember. Ich weiß aber noch nicht so genau, ob das klappt. Ich habe auch noch nichts anzuziehen. Pizza oder Pasta? Pizza und Pasta im Wechsel, wenn es möglich ist, bitte. Und warum bin ich verwirrt? Und zu deiner Frage kann dir eigentlich nur Dr. Wolf die Antwort geben. Bitteschön! Hallo, lieber Muthirn. Weißt du, deine Verwirrtheit hat vielleicht etwas damit zu tun, dass deine interstellaren Raumkonstellationen im Uranus nicht so ganz cool stehen. Du solltest da mal ein bisschen am Universum rücken, weißt du? Und dann geht's dir vielleicht auch nicht ganz so verrückt oder du fühlst dich vielleicht einfach gar nicht so doof. Nimm's einfach locker, weißt du? Und dann geht das auch mit dem Haus im 7. Aszendenten und dann klappt es alles wieder gut. Alles Gute dir, Muthirn. @moni
@Vacation. Ich bin dafür, dass der Empöre dich ab jetzt seine FF als Video verschickt. @Schnuchti meint, soll er die FF tanzen? @Schnuchti, hier meine Antwort. Ich war leider nie auf einer Waldorfschule, kann auch nicht mal meinen Namen tanzen. Ich glaube, ich würde mich hier maßlos zum Obst machen. Meine FF geht diesmal an @AlmaAlmaPerdita, @Dr. Sarkotzki, @Schnuchti, @Motivation, @Mutieren, @Dreikornfrucht, @HeimlicheMai, @Mrs. Bully, @Nickimon 1981, @Elia Will und @Mailworm666, yeah! Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir wieder, ich beantworte die, lass mir wieder was einfallen fürs nächste Mal. FF, nächste Mal wieder via Video. Ciao!